Hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer, und heute geht es um Dropshipping. Was das ist und so werden wir vielleicht gleich auch erfahren. Geld verdienen mit Dropshipping, das habe ich jetzt gerade hier bei YouTube eingegeben. Und kleiner Cliffhanger, ich habe das schon mal versucht, bevor ich Flaschen gesammelt habe in Berlin, und ich bin damit so ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Warum, werde ich dir vielleicht gleich noch im Video erzählen. So, also 1 Million Dropshipping, aber 50 Euro am Tag Affiliate. Alternativ, zeigt ihr mir auch Dropshipping jetzt an. Dropshipping, AliExpress. 7 Tage auf Fiverr. 100 Euro am Tag mit Dropshipping und eBay. Ohne Vorkenntnisse. Ohne Vorwissen. Okay, das ist doch geil. Kauft jemand auf eBay genau das gleiche Produkt für ja, 13 mal den Preis ungefähr? Das kann nicht funktionieren. Jo Leute, ich bin's Chris und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und ja Leute, heute geht es darum, wie du 100 Euro am Tag machen kannst mit eBay Dropshipping, ohne dass du irgendein Vorwissen hast, ohne dass du viel Startkapital hast, ohne dass du einen eigenen Shop hast und ohne dass du irgendein Vorwissen. Okay, das hört sich zu gut an, oder? Ohne Vorwissen, ohne Startkapital, ohne alles. Okay. Hast, wie wir das Ganze machen und wie das Ganze funktioniert, werden wir uns heute in diesem Video anschauen. Bevor wir damit starten, ich verlose in diesem Video erneut einen Coaching-Call mit mir, wo ich euch helfen werde, einen echten Online-Store aufzubauen. Kein eBay-Dropshipping, sondern einen echten Online-Store. Ich helfe dir also in einem kurzen Coaching-Call. Diesen kannst du heute gewinnen. Einfach dazu dem Video einen Daumen nach oben. Ja, okay. In einem kurzen Call was zu erklären, ist echt schwierig. Und dann einen ganzen Shop aufzubauen im kurzen Call. Okay, komm weiter. Oben da lassen, einen Kommentar schreiben und natürlich Abonnent sein, da das Ganze für meine Abonnenten gedacht ist. Ich würde sagen, ohne weiter herumzureden, springen wir gleich hinein und besprechen das Thema ein wenig. Dieses Video ist vor allem für die Anfänger unter euch gedacht, die sich denken, komm, ich will ein bisschen Geld nebenbei verdienen und mich interessiert E-Commerce oder allgemein der Handel mit Produkten online. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Endlich. Bevor wir jetzt wirklich reinspringen, will ich das Ganze noch mal ein bisschen erklären. Immer wieder schreiben mich viele Leute an, wie kann ich starten, wie kann ich mir ein bisschen Geld verdienen, um dann wirklich meinen eigenen Online-Store aufzubauen. Mich schreiben auch immer Leute an, kannst du mir ein paar Tipps geben? Na? Und dann würde ich halt irgendwie so, oder beziehungsweise am Anfang habe ich sogar noch geantwortet und dann ausführlich was hingeschrieben und so, mir 10 Minuten Zeit genommen und dann kommt die Antwort. Das kenne ich doch schon alles, du Blödmann. Dann nimmst du dir Zeit. Na, das ist halt, ich mache das auch nicht mehr. Also du brauchst mich nicht anschauen, kannst du mir ein paar Tipps geben. Das ist halt, ja, kannst du mir zu den und den ganz kleinen Problemen einen Tipp geben. Dann ist es was anderes, aber einfach so pauschal, kannst du mir einen Tipp geben, kannst du mir ein paar Tipps geben und dann gebe ich mir die Mühe und dann das. Ach, das ist echt. Okay, schauen wir weiter. Genug Ich zeige geheult. dir heute eine Methode, wie gesagt, wie du 100 Euro am Tag mit eBay Dropshipping verdienen kannst. Du kannst damit nicht solches 3.000 Euro im Monat verrät er uns. Wow. was aufbauen, wie du hier sehen kannst, womit wir über 1000 Euro am Tag Umsatz machen. Ich habe Dafür nichts ist das gesehen. Ganze nicht gedacht. Das läuft auch nicht 100% automatisiert ab. Du hast nicht so hohe Margen. Du hast Eigenarbeit. Es ist kein wirklicher Dropshipping-Store, den du einfach so mit Facebook-Ads skalieren kannst, mit dem du dann auch auf mehrere tausend Euro pro. Ich hasse Facebook-Ads. Ich hasse sie. Ich habe es noch nie gelernt. Aber ich kann gratis Traffic. Tag Umsatz kommen kannst, ohne dass das Ganze zusammenbricht. In diesem Fall funktioniert das Ganze nicht. Also das ist wirklich ein Business für die ganzen Anfänger unter euch, die sich ein wenig Geld nebenher verdienen. Nee, da sind so viele Leute, die auch keine Anfänger sind, die einfach mal 100 Euro, 3000 Euro im Monat einfach so geil finden würden und würden sich einfach zurücklehnen und das einfach weitermachen. Bei 3000 Euro gerade Gewinn, was man rausbezahlt bekommt, 3000 Euro. Also wie gesagt, immer diese Anfänger und so. Und viele wären da einfach glücklich, wenn die das schaffen würden. Wollen, die sagen, ich will jetzt mal 50, 100, vielleicht noch sogar noch 150 am Tag verdienen, aber wirklich nicht dafür geeignet, dass man sich ein langfristiges, profitables Business aufbaut. Dafür würde ich euch wirklich einen eigenen E-Commerce Dropshipping-Shop dann anraten. Dazu könnt ihr aber gerne meine anderen Videos auf diesem Kanal Ja, komm. auschecken. Ich würde aber mal sagen, wir springen jetzt sofort hinein 2 Minuten 30. in meinen PC.
Und ich habe hier ein paar Beispiele geöffnet, die für euch interessant wären. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr ein, zwei Videos dazu sehen, wo ich das wirklich in die Realität umsetze und mal so einen kleinen eBay-Shop sozusagen mache und Produkte dort verkaufe und das Ganze euch zeige, wie viel Zeit ich rein investiert habe und wie viel Geld ich herausbekommen habe. Wenn ihr das sehen wollt, einfach mal das Video liken und bitte in die Kommentare schreiben. Wir haben hier erstmal dieses wunderbare Armband, ist so ein Couple-Armband. Ich denke mal, es kennen einige Dropshipper von euch. Hat sich bei diesem Mann jetzt hier oder bei dieser Frau 170 Mal knapp verkauft. Unfassbar. Wer kauft das für 15 Euro? 15 Euro und sieht eher aus wie so ein 2 Euro Teil. Okay. Aber jetzt ohne Scheiß. Jetzt würde mich noch interessieren, in was für ein Zeitraum. Kostet 15,19 Euro. Und da bin ich mal auf AliExpress gegangen und habe geschaut, wie viel dieses Produkt eigentlich kostet. Und dieses Produkt als Couple Version, wir können ja einfach mal drauf gehen, jetzt hier über dieser Frau 170 Mal knapp verkauft, kostet 15 Euro. Ich wollte nämlich nochmal gucken, weil da steht zwei bestellen, aber dann kriegst du einen Rabatt. 12% Rabatt bei zwei, deshalb bin ich nochmal zurückgegangen. 19. Und da bin ich mal auf AliExpress gegangen und habe geschaut, wie viel dieses Produkt eigentlich kostet. Und dieses Produkt als Couple Version, wir können ja einfach mal drauf gehen, kostet 2,91 Dollar mit der Versandart, die ist kostenlos. Also wir kaufen hier ein Armband für 2,50 Euro ungefähr und verkaufen es in diesem Fall für 15 Euro, was eine Marge ist von knapp 12,50 Euro, was auf jeden Fall sehr, sehr cool ist. Was ich euch hier empfehlen würde... Naja, da kommen ja die ganzen eBay-Gebühren, ne? Mehrwertsteuer, das ist zum Beispiel jetzt inklusive Mehrwertsteuer, 19% Mehrwertsteuer, die musst du runterrechnen. Du musst die eBay-Gebühren runterrechnen, du musst die Portokosten runterrechnen, beide Portokosten. Einmal von China, einmal... Entweder lässt er das jetzt direkt von China dahin schicken zum Endkunden oder kauft er einfach mal 10 Stück ein und verschickt die aus Deutschland. Aber das ist viel weniger. Kommt weiter. Beziehungsweise, wenn ihr das wirklich starten wollt, dann macht das nicht so, dass ihr auf AliExpress dropshippt, sondern bestellt euch das Produkt nach Hause. Also bestellt euch dieses Armband hier 10 Mal, dann gebt ihr 30 Dollar aus, was ungefähr 25 Euro sind. Und dann stellt ihr dieses Armband 10 Mal, also 10 verfügbar auf eBay rein. Ihr verkauft das dann. Okay, der Tipp ist auf jeden Fall besser, wie halt irgendwie Monate weg Versand zu haben. 10 Mal und verschickt es selbst. Warum? Erstens, ihr habt eine schnellere Versandzeit. Zweitens, ihr wisst, dass die Qualität von den Produkten passt. Und drittens, ihr habt nochmal eine höhere Marge. Also, wenn ihr bei AliExpress. Also, noch was. Du hast ja auch, wenn du 10 Mal das Ding verkaufst, vielleicht wollen 8 Leute das zurücksenden. Du hast Rücksendekosten und, und. Oder du sagst, hey, behalt die Scheiße. Und ich habe das auch schon mal gehabt früher mit PayPal. Ich habe das per Einschreiben verschickt. Nicht so ein Armband, ein anderes Produkt. Und hatte die Einschreibennummer. Und der Kunde hat gesagt, er hat es nicht bekommen. Ich habe PayPal die Einschreibennummer mitgeteilt. Und was hat PayPal gemacht? Den Kunden das Geld zurücküberwiesen. Der hat immer noch das Produkt. Ich hatte die Kosten und nur Ärger. Express teilweise mehrere Produkte gleich bestellt, so 10 oder 20. Dann könnt ihr den Supplier davor anschreiben und sagen, ob er euch einen Discount gibt, nochmal 10 oder 20%. Und dann bekommt ihr sogar noch einen Rabatt auf eure Produkte, zahlt also noch weniger. In diesem Fall ist es wirklich ein super Beispiel. 170 Mal verkauft, 15,19 Euro. Und er hat dafür 2,50 Euro ausgegeben. Sogar die Bilder hier, ich glaube, das... Warum bist du nicht ehrlich und sagst, hey, der schreibt da inklusive Mehrwertsteuer, 19% Mehrwertsteuer drin, wenn das ein Unternehmer ist. Portokosten, PayPal-Gebühren und. Was alles dazukommt. Sind genau, also es sind sehr, sehr ähnliche Bilder, sagen wir es mal so zumindest. Ich denke mal, es wird auch so... Die Frage ist, wissen die das alle nicht oder wollen die einfach nur... jemand verarschen. AliExpress-Produkt sein. Hier haben wir sogar nur ein Bild. Da könnt ihr auf jeden Fall das Ganze auch ruhig besser machen mit den AliExpress-Bildern oder mit eigenen Bildern, die ihr selbst schießt.
Wenn ihr nicht wisst, was AliExpress ist, das ist so der Marktplatz für die ganzen chinesischen Händler. Also wir wissen sie ja selber, so gut wie jedes Produkt, das wir tragen, das wir anfassen, wird letztendlich in Fernost hergestellt, weil es einfach deutlich günstiger ist. Und das Problem ist eigentlich, wir kaufen es bei unseren Läden, es kostet viel. Aber eigentlich der Händler würde es viel billiger verkaufen, nur die Läden oder der Weiterverkäufer schlägt dann die Marge drauf, weil letztendlich Marketing immer das teuerste ist. Ich habe hier in so einem großen Kaufhaus in Deutschland so Haarspangen gesehen und so. Meine Mutter wollte was haben. Und echt so 1-2 Euro Artikel kosten aber mal 20 Euro. Die hauen ja nicht nur das Marketing drauf, sondern auch die Produkte, die geklaut werden und. Ja. Letztendlich kostet ein Adidas T-Shirt auch keine 40 Euro, sondern es wird auch für wenige Euro hergestellt. Adidas macht nur nicht die komplette Profitmarge, weil sie halt so viel Geld für Werbung ausgeben, weil Werbung das teuerste ist. Und hier haben wir halt sozusagen direkten Kontakt zu den Händlern und können direkt Produkte aus China einkaufen. Schauen wir weiter zu einem weiteren Beispiel. Wir haben jetzt hier den Getränkehalter. Lustigerweise habe ich diesen Getränkehalter auch hier. Also das ist einfach so ein Getränkehalter, den man zwischen die Sitze im Auto macht und hat dann noch zusätzliche. Wer hat sich nicht schon immer so eingeteilt? Sorry. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet bzw. Heuschnupfen. Aber wer hat sich nicht so einen Getränkehalter gewünscht für 10,90 Euro? Steckplätze für Flaschen, für Ablagen. Hier haben wir eine ähnliche Version, kostet 10,90 Euro, drei Verkäufe. Schauen wir mal, wie viel das Ganze auf AliExpress kostet. In dem Fall knapp 5 Euro. Das ist genau das Gleiche. Willst du mich jetzt veräppeln? 5 Euro bezahlst du dafür. Mit Porto aus China. Dann hast du das Ding da, was so groß ist. Und das kostet dann irgendwie nochmal 5,90 Euro Porto. Ich meine, das passt ja nicht im Umschlag rein wie die Kette. Die Kette packst du im Umschlag rein, machst mit 80 Cent oder sowas. Und aber du musst die Verpackung ja auch noch zurechnen. Also du brauchst eine kleine Kiste. Ich weiß nicht, ob das ein Päckchen ist oder 5 Euro, 6 Euro Porto kosten oder selbst mit Hermes ist es. Was wird's denn daran verdienen? eBay verdient ja auch noch ein bisschen was daran. Also jetzt ohne Scheiß. 6,90 Euro minus Mehrwertsteuer, minus eBay-Gebühren, minus PayPal-Gebühren, minus die Verpackung, den Versand und alles. Und dann noch die Produktkosten von 5,50 Euro oder so. Da machst du so ein Verlustgeschäft. Das Produkt sogar, da war ich auch ganz froh, wieder wirklich genau dieses Produkt. Wir machen da, 6,10 Euro, das ist ja nicht irgendwie so 100 Stück für 6,10 Euro oder so. Was verdienst du daran? Nein, komm, jetzt ohne Scheiß. Hier knapp 5 Euro Marge, was auch völlig okay ist eigentlich, wenn man es bedenkt. Holt ihr das Produkt nach Hause, verschickt es, verlangt dann noch 1 Euro Versand auf eBay, fertig. Wo bekommst du es denn für Versand für 1 Euro? Hat wieder seine 5 Euro gemacht, müsst ihr das Produkt... Der versendet es kostenlos. Da steht kostenlos in der Auktion. Kosten... zum Beispiel 20 Mal am Tag verkaufen oder dieses Produkt hier. Ja, 20 Mal verkaufen, hast du jedes Mal 1 Euro Verlust, hast du 20 Euro Verlust. 10 Mal am Tag. Schreib mir mal in den Kommentaren, ob ich recht habe. Also 10 Euro noch was minus PayPal-Gebühren, eBay-Gebühren, Porto und dann die Einkaufsgebühren von 5 Euro noch was. Was da übrig bleibt? Nichts. Und ihr seid schon auf euren 100 Euro. Natürlich, wenn ihr euch jetzt sagt, ihr habt zum Beispiel das, dann noch die Armbänder und so weiter, ihr habt 10 verschiedene... Der hat das schon wieder in der Kamera gehalten. Wo kriegst du das bitte für 1 Euro Versand aus Deutschland? Produkte, die ihr euch jemals 10 Mal bestellt habt. Und bei diesen Produkten, wenn ihr dann 10 Produkte auf eBay habt, müsst ihr jeweils nur 10 Euro Gewinn machen. Dann seid ihr schon auf 100 Euro Gewinn pro Tag. Also zum Beispiel einmal dieses Armband verkaufen, zweimal das Teil hier am Tag und noch 8 weitere Produkte, wo ihr 10 Euro Gewinn am Tag macht und ihr seid schon ganz easy, locker, leicht auf euren 100 Euro. Ohne Scheiß, ich hasse das, ne? Ich hasse das, wenn da so welche Sachen kommen und da fallen auch Leute drauf rein, die kaufen dann vielleicht noch Euro Gewinn pro Tag. Natürlich werdet ihr damit nicht reich werden, das kann ich euch völlig klar sagen. Also ihr werdet damit keine 10, 20, 30.000 Euro im Monat verdienen. Ihr werdet damit auch kein skalierbares Business aufbauen, das sich irgendwann immer mehr abwerfen könnt. Ich werde damit kein wirklich großes Einkommen aufbauen, aber nebenher als Anfänger finde ich das Ganze auf jeden Fall ziemlich cool. Schauen wir noch weiter. Das war das Produkt. Dann haben wir hier noch eine iPhone-Hülle, die ganz cool ist. Schaut mal bitte, achtet mal bitte auf die Schrift hier oben rechts. Tempered Glass Magnet.
kostet hier ein Zehner, wurde 22 Mal verkauft und da haben wir einen sehr ähnlichen Schriftzug auf jeden Fall. Ganz interessant. Dieses Produkt kostet bei AliExpress 4 Dollar, also knapp 3,50 Euro. Wir können es hier für einen Zehner verkaufen, machen also wieder 6,50 Euro ungefähr Gewinn. Was? Das ist kein Gewinn. Der versendet das für 9,99 Euro kostenlos. Wieder das gleiche Problem. Und dann hast du noch das Problem, dass du dann für ein iPhone X das hast. Es kommen die neuen Modelle raus und dann hast du vielleicht später, wenn du das ein bisschen skaliert hast, ein bisschen nur, hast du auf einmal 100 Hüllen auf dem Markt für ein Handy, was nicht mehr aktuell ist. Und wie gesagt, das ist doch auch das, du musst ja auch die Rücksendung, es sind ja Leute, die sind damit nicht zufrieden, es gehen Dinger kaputt auf den Transport. Es gehen Päckchen ver... Also die Telekom, die Post, die verliert ja Päckchen und so. Also ich verstehe es nicht. Was auf jeden Fall auch ganz cool ist. Also iPhone-Hüllen, irgendwelche Car-Gadgets oder auch Armbänder. Toll. Was haben wir noch? Abonniere mich bitte. Bitte abonniere mich, wenn du weiter so Videos haben willst. Ah. Also das haben wir schon angeschaut. Eine coole Hülle hat auch hier fast 70.000 Bestellungen, was unglaublich viel ist. Also theoretisch auch. Und bitte, die Jugend ist ja auch nicht so doof. Ich habe mehrere Leute, die ich in Deutschland kenne und so, die auch so 16, 18, 19 sind und so, die bestellen das teilweise auch schon alle bei AliExpress. Ein Produkt für eBay Dropshipping. Dann geht es weiter. Wir haben hier Rexify Universal 360 Degrees Kfz Autohalterung. Schauen wir mal, ob wir das kennen. Ja, das finden wir auch auf AliExpress. Kostet in diesem Fall 9,99 € pro Stück und wir zahlen hier. Diese Marge wird da schon wieder ein bisschen eher gehen. Na, du zahlst 1,14 Euro, vielleicht auch 1 Euro oder 1 US-Dollar und verkaufst es für 10. Aber wie viele Leute wollen das haben und was ist das denn jetzt? Eine Magnethalterung für ein Handy? Hier knapp 1 Dollar. Also 1,30 Dollar knapp, also knapp 1 Euro würde ich jetzt mal sagen für dieses Produkt. Ist, schaut nicht genau gleich aus, aber ist von der Wirkungsweise das gleiche. Hier so ein. Macht dieser Magnet nicht das Handy vielleicht kaputt? Die Elektrik im Handy? Magnet und dann hat man noch einen anderen Magnet, den man hinten ans Handy hinmacht und kann das Ganze dann im Auto befestigen. Das war es eigentlich vom Grundsatz her schon. Ein super einfaches Produkt, das ihr sofort implementieren könnt, was jeder brauchen kann. Und was ihr hier noch sehen könnt, was ein bisschen versteckt ist, dieses Produkt hat sagenhafte 2.401 Verkäufe generiert. Das bedeutet, über 2.400 Menschen haben dieses Produkt hier für 10 Euro gekauft. Wir hätten das Produkt für 1 Euro einkaufen können. Also da musst du noch aufpassen, ob das nicht ein Patent ist, weil da steht ja Original oder so. Ich gehe mal eine kurz zurück hier. Guck mal hier, das ist die Marke Raxifli oder so, keine Ahnung. Und wenn die das patentiert haben, weil du hast ja diese runden Scheiben, da steht auch den Markennamen drauf. Und wenn du das Ding jetzt hier verkaufst, wir hätten das Produkt. Wenn du das Ding verkaufst und das ist beim Markenamt patentiert, dann kriegst du ja einen. Vielleicht wird es am Zoll schon beschlagnahmt, aber das wird wohl für so ein Produkt nicht so sein. Aber du stellst es online, Markenrechtsverletzung, bam, in die Fresse. Weil sonst würde der ja auch nicht seinen Markennamen da draufschreiben. Für 1 Euro einkaufen können. Also überlegt mal, ihr kauft. Also vielleicht hast du damit Erfahrung, so Markenrechtsverletzung, du kaufst etwas und verkaufst es dann halt. Und du verkaufst es ja, sobald du das 10-mal da reinstellst, bist du gewerblicher Händler. Du bist gewerblicher Händler. Das ist nicht so wie, hey, ich stelle jetzt einfach mal die Tasse rein, weil ich sie nicht mehr nutze oder ich habe ein paar alte Spielsachen oder so. Du machst es sofort gewerblich. Theoretisch jetzt mal angenommen, 100 Stück von dem Produkt. Ich würde euch erstmal anraten, kauft vielleicht zwischen 5 und 15 Stück, um einfach mal zu testen, ob es auf eBay verkauft wird. Kauft ihr 100 Stück, sagen wir jetzt einfach mal 100 Stück für 100 Euro, war ja noch ein bisschen Discount. So, ich mache jetzt einfach mal Schluss. Ich gucke noch einmal ganz kurz, weil, ob wir hier noch ein anderes Produkt haben. Die Tipps sind einfach nicht gut. Hier ist noch ein Produkt. Ich gucke einfach nochmal, aber hier uns ungefähr 6 Dollar, wählen wir mal die richtige Variante aus, 7 Dollar plus Shipping, also zahlen wir hier 8, 9 Dollar, ich würde dann sagen so
7,50 € ungefähr und wir können es für knapp unter 20 verkaufen. Also können wir fast 10 €, über 10 € Gewinn pro verkauften Kreditkartenhalter wieder machen. Nochmal, das ist kein Gewinn. Ja? Das ist dann. Oder halt Gewinn vor Kosten und keine Ahnung was, aber ja. Das ist Was auf ja. jeden Fall auch sehr cool ist, wenn man das Ganze zusammenfasst, so kleine Produkte, die sich billig einkaufen lassen auf AliExpress, kann man super bei eBay verkaufen. Man braucht Und hier Lieferung 40 Tage, das heißt, du musst die Sachen vorfinanzieren. Du musst die Sachen vorfinanzieren, selbst wenn es 40 Tage dauert. Es dauert 40 Tage, bezahlst es bei den Chinesen. 40 Tage später hast du es in der Hand, dann setzt es rein. Vielleicht hast du ein Produkt, was wirklich gut läuft, wo du die 10 Dinger ruckzuck verkauft hast, bestellst, danach musst du wieder 40 Tage warten. Oder du bestellst nach, ich hatte das früher mal bei meinem anderen Business, bevor ich Flaschen gesammelt habe. Ich habe manchmal Produkte gekauft, ein, zwei Produkte. Ich hatte ja so ein Sporternährungsgeschäft. Und die Sachen liefen gut. Ausverkauft, ruckzuck, ein, zwei Tage, die Leute haben gekauft. Ich habe dann eine größere Menge nachbestellt, habe ich nicht mehr verkauft, die Produkte. Das hast du ja auch immer ein Risiko. Hast dann auf einmal 50 Dosen da stehen. Die ersten vier, fünf Dosen sind dann ein, zwei Tagen weggegangen. Und dann auf einmal kaufst du 50, weil du denkst, hey, das läuft. Und weil du halt einen Mengenrabatt bekommst bei 50. Und du hast die Scheiße da liegen. eigentlich nicht viel einsetzen, sondern einfach nur das Produkt ein. So, ich mach Schluss. Fazit: Die Produkte, die hier ausgesucht sind, nicht gut. Sag mir einfach mal, hast du Dropshipping schon mal gemacht? Ich freue mich auf deinen Kommentar. Und wie gesagt, kannst du es auch kalkulieren, ne? Dann die Marge dazwischen, zwischen Kauf, Verkauf und die ganzen Kosten, die dazu kommen. Und ich würde sagen, bei den meisten Produkten verdienst du kein Geld. Gerade wenn dann ein, zwei Produkte, vielleicht jedes 40. Produkt bei der Post verloren geht. Du musst es ja auch noch zur Post hinbringen. Du brauchst die Umschläge, du brauchst Verpackungsmaterial. Und dann schickt das vielleicht jeder. Also, wenn die Produkte schlecht verarbeitet sind, schickt das jeder Fünfte oder so zurück. Oder du sagst, hey, vernichte es. Und du gibst denen das Geld zurück. Da hast du einen richtigen Verlust. Das heißt, gerade wenn du dann halt eine kleine Marge hast, du gibst ihm das Geld zurück, er vernichtet das. Oder du sagst, hey, ich bezahle die Portokosten oder was. Boah, nee, das ist kein Business, wo ich sage, hey, damit machst du jetzt richtig viel Kohle. Was sagst du dazu? Abonnier meinen Kanal. Ciao.